Bismillahirrahmanirrahim. O tip siz ki? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sahbihi ve ecmaîn. Asam hocam, evet, sen hangi şey? Muhammed? Hürmetin Warum man sich an Allahs Geboten halten sollte, was genau, ne? Gut ist. Mohammed lebt ein bisschen in anderer Welt, aber wenigstens. Ich habe das Thema gelesen, da habe ich schon gewusst, ne? Ja, die sind halt dann, nein. Für was sind alles Gebote nützlich? Haben wir heute MSN reingeschrieben. Das Thema heute, was wir inshallah heute behandeln wollen. Für was sind Gebote überhaupt nützlich, Mustafa? Kannst du mir das sagen, für was Gebote überhaupt nützlich sind? Allgemeingebote. Allgemeingebote? Ja, allgemein, für was sind Allgemeingebote nützlich? Meinst du im Islam jetzt? Nein, allgemein ist nicht Islam. Weil damit man im Leben halt erfolgreich und weiterkommt. Ja, was denkst du, Chamboy? Man hätte man keine Gebote, dann wäre ein Chaos überall. Also sozusagen. Sehr gut. Ja. Mösel, was denkst denn du, für was Gebote nützlich sind? Der sagt, dann wozu gibt es Regeln? Ohne Alkohol und Drogen stark am Leben. Was ist jetzt das jetzt? Der bringt auch sein schlaues Spiel. Also, Nützlichkeiten von Geboten sind natürlich einmal, um Chaos zu verhindern, Anarchie, dass die Nützlichkeit, dass unter zwischenmenschlichen Beziehungen etwas geregelt wird, dass keine Anarchie entsteht oder dass eben auch keiner benachteiligt wird oder der andere bevorzugt wird. Dafür gibt es Gebote. Und für uns zählen natürlich neben den weltlichen Geboten vor allem auch die religiösen Gebote, die uns Allah subhanahu gegeben hat. Die Gebote, die wir wohl im Koran finden, in der Sunna, oder wie die Gelehrten es ausgelegt haben, mögen manche Dinge. Diese sind für uns von Bedeutung, dass wir ein gottgewolltes Leben führen können. In unserer Zeit haben wir das Problem, dass gerade Jugendliche oder Heranwachsende, also schon eigentlich über die Jugendliche, die Heranwachsenden, dass die Probleme haben, ein gottgewolltes Leben führen zu können. Mit gewissen Begründungen. Es ist einfach zu schwer hier in ein nicht-muslimisches Land, obwohl sie das Gleiche in einem muslimischen Land wohl auch machen würden. Der Unterschied ist ja wohl nur in einem muslimischen Land. Du siehst mehr äußerlich islamische Inhalte, wie den Äsern hörst du. Du siehst vielleicht mehr Frauen mit Kopftuch, vielleicht einige mehr mit Bart. Aber ansonsten ist auch nicht recht viel mehr Unterschied. Auch dort in islamischen Ländern sind die Sünden stark verbreitet. Auch dort wird man eingeladen auf Shaitans Weg. Ist also nicht viel anders wie hier. Das mag wohl nicht der Grund alleine sein. Oder sollte es nicht sein. Vielmehr geht es einfach darauf aus, dass man nicht um seine Sache kämpfen möchte. Dass man keine Kraft zeigen möchte, keinen Ansatz geben möchte, gegen das, was einen behindert, alles Gebote zu praktizieren, vorzugehen. Heranwachsenden Jugendlichen, der heranwachsenden Männer, dass sie es einfach den Islam nicht schaffen zu leben und dann vielleicht noch Leute bitten, in den Überdruss zu sagen, komm, mach du für mich, bitte Allah für mich und das war's schon. Du ist natürlich nützlich und hat auch seine Berechtigung, allerdings darf man nicht vergessen, man muss auch schon was dafür tun. Und dann hofft man, dass andere für einen Dua machen. Aber nur zu sagen, mach Dua für mich und man macht rein gar nichts, da wird wenig Aussicht auf Erfolg sein, weil man sich selber gar nicht bemüht. Jüngst diese Fälle, warum schaffen sie es nicht, Moschee zu kommen? Zum Sohbet, zum Gebet, obwohl sie früher gekommen sind. Und heute mit der Begründung, ich fühle mich zu schwach, ich weiß nicht, was los ist, mach für mich Dua. Wir haben Gebote. Wir haben von Allah subhanahu wa ta'ala Gebote bekommen. Wenn wir diese nicht einhalten, dann brauchen wir nicht wundern, warum wir für manche Dinge schwach sind. Und das ist mehr oder übel eigentlich das Problem, warum es heranwachsende Männer nicht schaffen, ein gottgewolltes Leben zu führen, warum sie sich schwach fühlen, weil sie Allahs Gebote nicht beachten. Das ist aber auch die Nützlichkeit von Allahs Geboten. Allah subhanahu wa ta'ala legt uns ja nicht auf, was für uns unnütz ist, um uns vielleicht das Leben schwer zu machen. Das ist nicht Sinn von Allah. Er möchte, dass wir guten Weg gehen und hat deshalb Gebote aufgestellt. Zum Beispiel ein Gebot von Glücksspielen oder von Alkohol fernzubleiben. Jetzt haben wir natürlich Leute, die wohl gerne Automaten spielen und dort das Geld reinschmeißen. Jetzt machen sie bewusst gegen Allah eine Handlung und wundern sich dann, warum sie schwach werden. Warum sie keine Lust mehr haben, in die Moschee zu kommen, zum Sohbet zu kommen. Und wie viel machen sie dann noch andere Dinge, dass das alles dazu führt, dass man keine Lust hat. Und dass man sich schwach fühlt und dann im Gebete bleiben lässt, keine Moschee mehr aufsucht.
Das sind alles die Dinge, warum man Allahs Gebote keine Beachtung schenkt. Und das sollten wir aber als Muslime. Denn darin liegt eigentlich unser Glück und unser Heil, dass wir die Gebote von Allah subhanahu wa ta'ala beachten. Beachten und befolgen. Und dann werden wir auch die Kraft haben, in der Moschee zu kommen, zum Beten, zum Sohbet und den guten Weg zu gehen. Aber wenn ich anfange, Geldautomaten zu spielen, wenn ich anfange, Disco zu gehen, Alkohol zu trinken, dann habe ich eben für all diese Dinge keine Lust mehr, denn irgendwo muss ja ein Platz geraubt werden. Unser Herz, das Volumen drinnen, ist nur gewisse aufnahmefähig. Entweder versuche ich Allah dort reinzubringen oder ich versuche die Dunya reinzubringen. Aber alles beide hat da drin keinen Platz. Und das wird dann eins das andere verdrängen. Und umso mehr ich mich diese Dunya hingib mit seinen Sünden, umso mehr verdränge ich Allah aus meinen Herzen. Und natürlich, wenn Allah aus den Herzen ist, dann habe ich auch keine Lust, Allah zu palen oder zu dienen. So ergibt sich das ein Kreislauf für uns, weil wir eben einfach denen keine Bedeutung schenken. Es müssen nicht unbedingt auch immer nur diese Sünden, die öffentlichen Sünden sein, die offenbarten Sünden, wie Glücksspiele, Alkohol oder sonstiges, sondern auch diese nutzlosen Dinge führen dazu, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr standhalten können, dass wir schwach sind, Gebete zu praktizieren, Sohbet zu gehen. Wenn wir zum Beispiel unsere Zeit sinnlos benutzen, vor allen Dingen nachts, einfach stundenlang MSN oder Filme gucken oder was man gerne macht oder Online-Spiele, heute gibt es ja so zahlreich, auch das ist eine Sinnlosigkeit an Zeit und es führt auch dazu, dass ich für diese Dinge keine Lust mehr habe. Oder die Sinnlosigkeit, jetzt wenn das schöne Wetter wieder kommt, einfach nur wirklich stundenlang am Park rumzuhupfen, am Park seine Zeit zu verbringen, dabei die Gebete auszulassen und die Wichtigkeit von Allah einfach den Rücken zu kehren. Das ist das Problem, was wir haben. Und deshalb sollen wir mal drüber nachdenken, warum Allah subhanahu wa ta'ala Gebote gibt. Er gibt sie nicht einfach so. Er gibt sie, dass wir einen Halt haben. Denn für Allah subhanahu wa ta'ala braucht er keine Gebote. Allah subhanahu wa ta'ala braucht sich nicht Recht maßen. Denn er ist das Recht. Und er ist die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit. Aber wir Menschen brauchen das. Und darum hat Allah subhanahu wa ta'ala alles für uns Menschen aufgestellt. Und wenn wir seine Gebote ignorieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir auf der anderen Seite schwach sind. Es liegt also an uns, ob wir stark sein wollen im Islam oder ob wir schwach sein wollen. Und zurzeit haben wir eine große Schwäche der Muslime, weil jeder sein eigenes Brei kochen möchte und jeder sein Islam selbst zusammenflickt, wie er möchte. Ich kann das nicht machen, also ist das für mich recht, ich mache es so. Das geht so nicht, das geht so. Und die Gebote bleiben dabei auf der Strecke. Und dann haben wir das. Wir haben heute gehört, da hat einer mit einem gesprochen und er sagt, er kennt einen Hadith, dass man sich die Zeit anpassen muss. Wir müssen uns mal vorstellen, was das bedeuten kann. Wenn ich zu einem sage, es gibt vom Propheten einen Ausspruch, man soll sich den Zeiten anpassen. In der heutigen Zeit wird es bedeuten, hier in Deutschland, der Islam wird ja als Hetze betrieben, ich passe mich an, also ich ziehe mich zurück vom Islam. Gebet ist für mich schwer, ich lasse das Gebet bleiben. Das sind alles die Konsequenzen, was ich aus diesem Satz herausziehen kann. Da wo natürlich so nicht bestimmt nicht korrekt ist, so einen Hadith habe ich noch nie gehört. Und solche Leute, die sowas verbreiten, das sind meistens selber Leute, die wo sich den Islam selber zurechtlegen. Die wo es möchten, dass sie sehr bequem haben, um vielleicht noch ihre Richtigkeit darin zu finden, geben sie anderen noch die Empfehlungen. Diese missachten ganz die Gebote von Allah. Und diese Leute, die auf solche hören, die diese Vertrauen schenken, ohne das nachzuprüfen, die sind selber schuld, wenn sie dann in die Irre gehen, wenn sie dann den Islam nachlassen, denn sie sind selber schuld. Wir haben ja eine Vorgehensweise. Und wenn wir Probleme haben oder mit etwas in Zweifel sind, dann fragen wir halt drum. Es gibt immer ein paar vertrauenswürdige Hodschas oder andere Leute, die man fragen kann. Kennst du diesen Hadith? Kennst du diesen Ausspruch? Was sagst du dazu? Wenn er denn stimmt, was mag der Prophet dann gemeint haben? Wie auch immer, dass man nicht in die Irre geht. Das ist also alles unser Problem, warum wir schwach sind. Weil wir auf andere hören, weil wir uns den Islam selber zurecht machen, weil wir die Gebote von Allah subhanahu wa ta'ala keine Beachtung schenken. Ein Gebot ist natürlich auch, was der Prophet uns geraten hat, was sehr an Herzen liegt, kommt sehr häufig zusammen. Es gibt einen Spruch vom Propheten, der ist sehr weit verbreitet. Wer die Gemeinschaft verlassen hat, hat den Islam verlassen. Ist ein Hadith vom Propheten. Wer Jamaat verlässt, hat den Islam verlassen. Was darunter zu verstehen mag, können wir die Tafsir-Gelehrten fragen, oder vielmehr die, wo die Hadithe auslegen, in Bezug auf Koran, was wirklich darunter zu verstehen ist, was ist zu meinen, ich komme nicht mehr in die Moschee, habe ich den Jamaat